Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. Ja, hallo liebe KiCad-Freunde. Ein Nutzer hat mir einen Kommentar geschrieben. Und zwar ging es um das Thema, wie man also Teile eines Schaltplans oder einen kompletten Schaltplan von einem Projekt in ein anderes Projekt kopieren kann. Das heißt, ich habe also jetzt hier einen Schaltplan gezeichnet und ich möchte jetzt diesen Teil des Schaltplans oder hier oder vielleicht den gesamten Schaltplan aus einem Projekt A in ein Projekt B kopieren. Die Variante jetzt herzugehen und das hier alles zu markieren und zu sagen, ich drücke jetzt die Taste Steuerung C, schließe das Projekt, öffne ein neues Projekt und sage dann wieder Steuerung V, also das berühmte Copy and Paste. Das funktioniert in KiCad hier so nicht ohne weiteres. Das ist also etwas umständlich oder nicht so möglich. Aber es gibt mittlerweile im KiCad 7, im Gegensatz zum KiCad 6, eine ganz einfache Lösung. Ihr öffnet also einen Schaltplan. Ich habe jetzt hier mal einen vorhandenen Schaltplan geöffnet und den möchte ich jetzt um einen weiteren Schalt oder um weitere Teile eines Schaltplans erweitern. Und dazu geht ihr einfach auf Datei hier oben und sagt Inhalt eines Schaltplanplattes hinzufügen. Dann können wir hier also öffnen, können jetzt hier in unserem Projektordner ein anderes Projekt aussuchen. Ich nehme jetzt mal hier das Projekt 3. Sage hier einfach mal, ich kriege hier schon den Schaltplan angezeigt. Also möchte jetzt hier diesen Schaltplan importieren und sage hier einfach öffnen. Dann werde ich nochmal gefragt, ob ich das Laden fortsetzen möchte. Da muss ich mir natürlich schon überlegen, ob ich das jetzt hier in mein bereits gefülltes Schaltplanblatt einfüge oder ob ich mir vielleicht ein hierarchisches Schaltplanblatt erstelle, wo ich dort dann hineinlade. Aber ich sage jetzt hier an der Stelle einfach mal Laden fortsetzen. Und wir sehen, was ist jetzt hier geladen worden. Ja, das ist jetzt hier einfach von mir mal ein bisschen vorbereitet. Ich habe einfach ein drittes Projekt erstellt und dort mal ein einzelnes Symbol hineinkopiert und habe das jetzt mal hier geladen. Das würde natürlich genauso funktionieren, wenn jetzt da ein richtiger komplexer Schaltplan in diesem anderen Projekt enthalten wäre. Und wir sehen, dass es jetzt hier also importiert worden. Ich schließe das Ganze nochmal. Ich sage mal hier Änderungen verwerfen, dass es mir auch glaubt. Ich gehe mal hier in das Projekt, mein drittes Projekt, da habe ich ja importiert. Ja, ich öffne das jetzt hier nochmal und zeige mal hier den Schaltplan. Da ist also dieses einzelne Bauelement. Machen wir nochmal eine kleine Gegenprobe. Ich gehe jetzt mal hierher, sage jetzt, vielleicht ist dieses Schaltplanblatt schon gut befüllt und deswegen mache ich mal ein hierarchisches Schaltplanblatt, füge ich mal hinzu. Ich nenne das jetzt mal hier Blatt 2. Nenne das auch hier unten mal Blatt 2.kiket.sh. Sage okay. So, damit habe ich das jetzt hier entsprechend erstellt. Jetzt kann ich mir hier meine Schaltplan-Hierarchie einblenden lassen. Also entweder mache ich hier Doppelklick hinein, dann bin ich jetzt in diesem Blatt 2 oder ich wähle das hier über meine Schaltplan-Hierarchie aus. Wir sehen jetzt hier auf dem Blatt 1 haben wir noch das andere Bauelement und ich wechsle jetzt mal hier in das Blatt 2 hinein und sage hier als Gegenprobe mal den Inhalt eines Schaltplanblatts hinzufügen und gehe hier wieder in meinen Projektordner, wähle jetzt hier den Schaltplan aus, sage hier Doppelklick bzw. öffnen, sage dann Laden fortsetzen und wir sehen, der Schaltplan wird hier wieder hervorragend importiert. Und so habe ich jetzt vermieden, dass ich also hier in meinem Stammblatt, wenn das jetzt vielleicht hier schon gut gefüllt ist, dieses Stammblatt mit irgendwelchen
Symbolen und Schaltplanzeichen kann ich eben hier über so einen hierarchischen Schaltplan das hier separat importieren. Kann natürlich jetzt auch hier wieder zum Beispiel einen Teil, ich gehe jetzt einfach mal her und sage jetzt mit Copy und Paste, ich möchte jetzt hier nur diesen Teil haben, sage, ich markiere mir das, sage ich jetzt hier Steuerung C, wechsle ins Datenblatt nach oben, sage hier Steuerung V, dann kann ich mir das hier entsprechend ablegen. Das wäre jetzt auch noch eine weitere Variante. Oder ich gehe hier nochmal nach unten und sage eben, dass ich jetzt zum Beispiel hier einen hierarchischen Bezeichner hinzufügen möchte und könnte mir jetzt hier, also von hier aus, entsprechende Pins dann nach oben herausziehen. Dann machen wir das mal kurz hier. Wir wollen einen hierarchischen Bezeichner hinzufügen. Ich nenne den jetzt hier einfach mal Test, um euch das zu zeigen. Das soll jetzt mal hier ein Ausgang sein. Den setze ich mir mal hier dran. Mit Wire zeichne ich mir hier mal einen Anschluss auf diesen Punkt. Das ist jetzt hier nur als Test zu bezeichnen oder als einfach mal, um euch das zu zeigen. So, dann wechsle ich hier nach oben und kann eben jetzt hierher gehen und sagen, ich möchte das jetzt einen Pin importieren, hier aus diesem Schaltplan, und lege den jetzt hier ab. Dann habe ich den eben hier oben und kann jetzt eben hier zum Beispiel wieder mit einem Wire zum Beispiel mal hier auf diesen, ja, oder gehen wir hier rüber, eben hier zum Beispiel mal auf diesen LBAT-Ausgang gehen. Kann das hier mal anschließen. Und um euch zu zeigen, dass das auch geklappt hat, markiere ich oder hebe ich mal hier meinen Schaltkreis entsprechend oder meine Leiterbahn entsprechend vor mein Wire. Ihr seht, das ist jetzt hier rosa hinterlegt. Ich wechsle mal hier ins Schaltplanblatt 2 hinein und wir sehen eben auch hier, dass das funktioniert hat mit dem hierarchischen Bezeichner. Dieser Anschluss hier ist eben auch mit entsprechend hervorgehoben. Also das funktioniert problemlos. Ich denke, damit habt ihr jetzt gesehen, wie man schnell und einfach in der KiCad Version 7 ein Schaltplanblatt importieren kann. Oder ja, den Inhalt eines Schaltplans in ein anderes Projekt importieren kann. Das macht durchaus Sinn, wenn man mal irgendwo zum Beispiel eine Stromversorgung konstruiert hat oder gezeichnet hat, die sich bewährt hat, und die braucht man dann vielleicht in mehreren Projekten, dann macht das durchaus Sinn, auf diese Art und Weise die da schnell rein zu kopieren und entsprechend im neuen Projekt verfügbar zu machen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bleibt gesund und bis die Tage. Ciao!